Oh Gott, wie sage ich das jetzt? Also Leute, gerade heraus aus China habe ich die Nachricht bekommen, Super Mario ist gestorben. Hallo Leute und willkommen hier bei Miapaketja. Super Mario ist gestorben und in kleine Pixelsteinchen zerfallen. Aber keine Sorge, ich bin mir sicher, wir bekommen ihn wieder hin. Und damit herzlich willkommen hier bei Miapaket und bei einem weiteren Mittwochsbauvideo. Ich habe hier mal was ganz Interessantes, glaube ich, aus China mir kommen lassen. Und zwar Klemmbausteine in Miniaturform. Ich weiß gar nicht genau, wie man hier den Hersteller nennt. ZRK steht hier mal drauf. Und ihr seht, wir haben hier eine Super Mario Figur halb normal und halb skelettiert. Das fand ich mal total interessant. Insgesamt sind das 1686 sehr, sehr kleine Teilchen, die wir hier zusammenbauen. Und die Setnummer ist 7807. Welcher Hersteller, ob das wirklich ZRK ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich werde euch auf jeden Fall dieses Set hier unten in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr das gerne auch kaufen, dort wo ich das gekauft habe. Aber vorm Kaufen schauen wir jetzt erstmal rum. Was haben wir denn hier? Einmal die Anleitung mit einer Teileliste. Und schauen wir mal, wie die hier dargestellt wird. Und ja, man sieht schon, es werden immer die Teile, die verbaut werden, dunkel angezeigt und alles andere ist ausgegraut, wie es aussieht. Schauen wir mal weiter, weiter, weiter. Ja, also die Druckqualität, muss ich ganz ehrlich sagen, die ist nicht so gut. Also da bin ich Besseres gewohnt, auch von den lieben Freunden aus Fernost. Also man kann schon alles erkennen, aber so richtig knackenscharf ist das Ganze hier nicht gedruckt und man sieht schon, wie hier gebaut wird. Ich kann mir gut vorstellen, das wird eine anstrengende Sache mit diesen kleinen Teilchen, wo hier Schicht um Schicht um Schicht unser Mario gebaut wird. Aber ich finde einfach die Optik so cool und interessant. Und danach insgesamt 34 Seiten soll der Gute dann fertig sein und 54 Bauschritten. Okay, so viel einmal zur Anleitung. Die kommt mal hier rüber und wir schauen mal, was uns hier genau geliefert wurde. Wir haben eine große Tüte mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kleineren Tütchen und zwei von diesen Grundplatten, denke ich mal, sind das. Und man sieht schon, das sind hier ganz, ganz kleine Noppen drauf. Im Prinzip sind das hier ja Lego-Miniatursteine oder sagen wir mal Klemmbaustein-Miniatursteine. Ich packe mal so eine Tüte aus und wir schauen uns die mal genau an. Unnötig zu erwähnen, dass hier natürlich keine Bauschrittnummerierung vorhanden ist. Habt ihr eben schon gesehen, aber zumindest sind die Teile hier einigermaßen nach Farben sortiert. Und müsste man schon hinbekommen. Also, wir nehmen mal was. Gott, sind sie niedlich. Ich weiß gar nicht, sind das hier solche Lotzsteine? Habe ich noch nie gebaut. Ganz interessant. Mal schauen, wie hier die Klemmkraft ist, wenn ich die zusammenstecke. Ja, die ist gut. Doch, wirklich. Die Klemmkraft, die ist gut. Schaut sie euch an, die kleinen süßen Steinchen hier. Also im Prinzip echtes Miniatur-Lego-Miniatur-Klemmbausteine. Das ist mal was für die Feinmotorischen unter euch. Ich hoffe, das reicht bei mir aus, aber ich habe ja auch schon viele iPhones repariert. Von daher denke ich, bekomme ich das Ganze hin. Von der Klemmkraft her, wie gesagt, macht das einen guten Eindruck. Und auch so von der Steinequalität. Was man aber nicht sieht, also hier ist kein Branding auf den Steinen drauf. Und man sieht auch hier immer, wo das Material in die Formen reingespritzt wurde. Hier ist so eine kleine Gussnase auf der Noppe drauf. Und hier auf diesem größeren Teil sehen wir dann zwei von diesen Gussnasen. Einmal hier und einmal hier auf der Noppe. So, macht aber so einen ganz guten Eindruck. Dann würde ich sagen, verteile ich jetzt mal hier die gesamten Steinchen auf meinen Tellerchen. Und dann legen wir einfach mal los. Ich bin echt, echt gespannt. Also mal kurzer Nachtrag zur Sortierung hier in den Tüten. Ich dachte, das wäre einigermaßen akkurat, aber schaut mal hier, hier ist ja echt Kraut und Rüben. Zum Beispiel hier diese größeren roten Steine, von denen habe ich ja hier hinten massig drin. Und jetzt habe ich hier auch zwei Stück in der einen Tüte gehabt. Also das ist schon mal nicht so gut sortiert. Und hier ist alles Mögliche drin. Also ich nehme alles wieder zurück. Hier ist, da ist noch so ein roter. Hier ist wirklich nichts ordentlich sortiert. Also das wird, glaube ich, eine schöne Sucherei werden.
Tja, ein Wort mal zu den Bauschritten. Hier geht ja mal richtig was voran hier. Das sind die ganzen Teile, die ich für Bauschritt 1 brauche. Die ganzen Dinger hier, das sind insgesamt hier 24 von den Teilen hier. Und dann nochmal 3 von den kleinen, schmalen. Dann hier von 2, davon einer, davon 4. Also insgesamt 41 Teile hier in Bauabschnitt 1. Ich sehe gerade, mir fehlt hier noch was. Hiervon brauche ich noch 1, 2... 3 und 4, die kommen auch noch mit dazu. Mann, das ist man ja echt hier gar nicht gewohnt. Und dann noch von, ja, das sind wahrscheinlich die hier. Da kann man auch direkt mal was sehen, wenn ich die mal hier so nebendran lege. Also die Farbtreue, die Farbechtheit. Das hier soll schwarz sein, sieht aber eher aus wie so ein Khaki-Braun, irgendwas in die Richtung. Ja, also die Farbtreue hier vom Druck, die ist mal gar nicht gegeben. Also hier zum Beispiel auch bei dem Rot, das ist ja hier viel, viel dunkler als das Rot hier in echt. Aber naja, ich sag mal, wir haben ja nur ein paar Farben und keine, die sich hier wirklich ähnlich sieht. Von daher ist das relativ egal, aber wow, so toll gedruckt, habe ich ja schon gesagt, ist das Ganze nicht. Und jetzt legt man hier im Prinzip diese ganze Grundplatte mit all den Teilchen hier einmal aus. Uiuiui. Also, anspruchsvoll, anspruchsvoll, und das schreiben sie auch hier auf der Anleitung. Difficulty, ja, da fehlt nur noch ein halber Punkt. Und dann hätten wir hier die Maximalschwierigkeit erreicht. Also, ich bin gespannt, was habe ich mir denn hier so eingekauft. Also, Bauabschnitt Nummer 1. Dann mache ich mal weiter. Tja, so weit bin ich jetzt gekommen. Bauabschnitt 2 ist beendet und ich kann hier schon mal sagen, das ist wirklich anspruchsvoll, also echt schwierig überhaupt mal zu verstehen, wo hier welches Teilchen hingesetzt wird, ist echt nicht einfach. Und man arbeitet hier mit mikrokleinen Teilen. Schaut euch mal hier diesen 1x1er an. Also das ist ja echt ein Mini-Teilchen und die muss man zum einen erstmal finden und dann nochmal hier an die richtige Stelle verbauen. Der kommt hier unten hin. Also nichts für Grobmotoriker, so viel kann ich hier schon mal vorab sagen. So, und ein bisschen drehen und dann sitzt er schon. So, jetzt sitzt auch hier der 1x1er an seiner richtigen Form und ich ja, hoffe mal, dass hier alles so stimmt. Denn Freunde, mal ganz ehrlich, ich zeige euch das mal hier. Das ist so schwierig zu erkennen, wo hier was hinkommt. Ihr habt hier die Teileliste und dann sieht man plötzlich ja, das hier alles. Und da muss man erstmal schauen hier, was haben wir denn da für Teile? Ist das hier das eine große? Ja, das war hier diese große Platte. Die kam hier hin und dann hat man hier nochmal gucken müssen, was habe ich denn hier genau jetzt für Teile anlegen müssen? Und was kommt denn hier drüber? Der und dann hier so ein Sechser, ja, einer, eins breit und noch ein Sechser, eins breit und hier zwei breit. Und also man muss hier richtig, richtig genau hinschauen. Anstrengend, anspruchsvoll. Doch, wirklich. Aber ja, es ist machbar. Ja, ihr seht, soweit habe ich es schon gebaut. So von dem Zusammenstecken, Zusammenklemmen der Steine her passt das hier sehr gut. Also die lassen sich gut ineinander stecken, haben einen ordentlichen Halt, keine großen Spaltmaße. Von der Seite ist alles gut, aber es ist echt anstrengend. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter, noch 3, 4 und Bauabschnitt 5, dann ist hier der Sockel wohl fertig und dann geht es hier ein bisschen bunter weiter. Aber da muss ich mich jetzt noch durchkämpfen. Ich präsentiere den Sockel. Wir haben hier an der Seite überall solche Schrägsteine angebracht. Das sieht dann recht schön clean aus. Hier ein bisschen fragmentierter an den Kanten. Ja. Also, wenn man den Anfang mal gefunden hat, dann ist es doch schon etwas einfacher, hier weiterzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich hier ab und an mal meine Zweifel hatte, denn ihr seht hier hoffentlich, dass ich hier hinten immer über Luft gebaut habe teilweise. Und das macht man hier öfters, da hinten auch. Da greifen einige Noppen einfach nur noch in die Luft rein und hier hinten dann auch. Also, ach, ist das alles so klein. Hier. Da seht ihr, da ist nur Luft unten drunter und die Steine wurden da einfach nur draufgesetzt. Da habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, ob ich mich dann nicht eventuell verbaut habe. Aber nee, ist so richtig. Und schaut mal her, ich glaube, ich habe den Teiletrenner gefunden. Das ist der kleine Kollege hier. Ich denke mal, das wird der Teiletrenner sein. Einmal hat er mir schon weitergeholfen und auch der
ist schnucklig klein wie alles hier an dem Set. So, und jetzt haben wir hier den Sockel, allerdings ist der ja noch total offen. Und jetzt ganz zum Schluss setzen wir hier noch einmal die große Platte drüber. Und dann ist dieser Bauabschnitt auch schon abgeschlossen. So, komm her. Ja, ich brauche doch zwei Hände, Sekunde. So, da ist er fertig. Also, da haben wir den Sockel für unseren halbskelettierten Mario nun geschafft. Und ja, ist relativ stabil. Aber ihr seht, hier ist natürlich nur Luft drunter. Und wenn man hier ein bisschen drückt, dann drückt sich das auch ordentlich ein. Ich hoffe, das genügt so als stabile Unterlage für die weiteren Bauabschnitte. Ich bin hier übrigens jetzt erst bei Seite 3 und bin eigentlich schon müde. Also das ist schon anstrengend hier mit den kleinen Steinchen. Und ihr seht, 1600 und was war's? 1686. Das ist natürlich hier eine ganze Menge. Da habe ich hier meine Tellerchen stehen und da stehen sie wieder rum. Also eine ganze Menge noch weiter zu verbauen und im nächsten Abschnitt geht es dann weiter mit dem Fuß oder mit dem Schuh erst einmal. So Leute, kurzes Zwischenfazit. Ich bin auf Seite 4, habe hier das Bein angefangen und wäre schon soweit, hier mit dem Kopf an die Wand zu schlagen. Das ist ja mega, das hier ist ja kein Klemmbaustein bauen, das ist ja ein IQ-Test, ein Ratespiel, ein Puzzle, ein, ja guck mal, wie du das zusammenbekommst. Also echt, echt schwierig und zwar aus folgendem Grund. Ihr seht, wie das hier immer beschrieben ist bei den einzelnen Bauabschnitten. Man sieht immer direkt ja nicht eine Lage, die man baut, sondern 1, 2, 3, 4. Und ich gehe mal mit euch näher ran. Könnt ihr hier erkennen, welche Bausteine da immer genau verbaut werden? Wie und wer wo reingreift und welcher Pfeil jetzt hier wie durchgeht und die Lagen stabilisieren sich gegenseitig. Manches ist freiliegend, manches hat eine Lücke und das ist furchtbar. Also ich bereue jetzt schon fast, da ich das Ding hier gekauft habe. Bin erst auf Seite 5 und habe noch 29 Seiten vor mir. Also es ist echt, echt schwierig. Wenn ihr es dennoch baut, ein kleiner Tipp von mir, setzt die Steine sehr locker auf, bis ihr euch sicher seid, dass die richtig sitzen und erst dann einmal andrücken, denn ansonsten habt ihr hier sehr viel gefummelt mit dem kleinen Teiletrenner, denn die gehen schwer wieder auseinander. Und ich bin ganz ehrlich gar nicht sicher, ob ich das jetzt hier richtig gebaut habe, weil ich bin hier bei Bauschritt 11, versuche hier verzweifelt, das so hier oben drauf zu packen, wie es da ist, aber irgendwie mit den Teilen, die ich noch hatte, ich krieg's nicht hin. Das ist ein IQ-Test und ich bin durchgefallen. Okay, soweit zu dem Thema. Also der Schwierigkeitsgrad, der hier vorne steht, also das Kästchen hätten sie ruhig noch voll machen können. Das ist sauschwierig. Sauschwierig und auch, weil die Anleitung nicht gut gedruckt ist. Man kann hier sehr, sehr schlecht teilweise unterscheiden, welche Steine denn hier jetzt verbaut sind. Ist das hier ein Vierer, der hier drin ist? Ist das ein Sechser? Ist das ein Eckteil? Also das verschwimmt irgendwie vor den Augen. Ich finde es wirklich schwierig, das Ding. Naja, dennoch, soweit habe ich es jetzt geschafft. Ich baue einfach mal so, wie ich das jetzt irgendwie hinbekomme. Kleine Fehler werden akzeptiert, denn sonst komme ich hier gar nicht mehr vom Fleck. Denn ich habe hier immer noch massig, massig Teile und auch da sucht man sich stellenweise, wie blöd, ich habe hier irgendein braunes Teil gesucht, wühl hier rum, such ein kleines braunes Teil, bei dem braunen ist nichts drin, schau die durch, hier wo ein bisschen gemischt ist und wo war es drin, das eine kleine braune Teil, na klar, hier bei den roten und grauen, da war irgendwo das kleine braune, da ist noch eins drin, mein Gott, ey, wer hat denn das hier gepackt, welche perfide Ratte hat denn das hier zusammengepackt? Es ist schwierig genug, Freunde. Da muss man doch nicht noch hier den Schwierigkeitsgrad dermaßen erhöhen. Also, keine Ahnung. Da hat ein kleiner Sadist in China hier die Tütchen zusammengepackt. Ist meine aktuelle Meinung, aber vielleicht bin ich auch noch ein bisschen hochgekocht. Ja, das Bein hier ist leider immer noch nicht fertig. Es geht hier nochmal weiter. Wir haben noch zwei Schichten, die draufkommen. Und dann wäre das linke Bein, also hier quasi der Abschnitt, der wäre dann fertiggestellt. Ja, und dann geht es hier weiter mit dem rechten, mit dem knöchrigen Bein. Aber mal ganz ehrlich, boah, ich glaube, ich muss jetzt erstmal eine Runde weinen gehen und dann, dann mache ich hier weiter.
Ich glaube fast gar nicht, dass ich es sage, aber hier waren tatsächlich zwei Bauschritte drin, die einwandfrei zu bauen waren. Mein Gott, was ist denn da passiert? Und sowas hier, das würde ich mir einfach öfters wünschen, dass man hier detailliert sieht, wie man was zusammensteckt. So geht's doch. Und so bekommt man auch so ein Teilchen dann hier ordentlich zusammen. Aber ich hatte jetzt eben auch schon auf den Seiten vorher, also ich zeige euch mal kurz, wie weit ich bin. Das hier ist ja der Knochenfuß. Und hier ist noch nicht richtig zusammengedrückt. Na, komm her. Ah, mache ich gleich. Egal. Auf jeden Fall, ich hatte hier schon so ein, zwei Schritte, wo ich dachte, hey, läuft doch, so ist es richtig. Und am Ende dachte ich, irgendwie passt es von den restlichen Teilen schon wieder nicht richtig zusammen. Und dann, ja, habe ich ein bisschen improvisiert und gedacht, scheiß der Hund drauf, Hauptsache es passt irgendwie. Und ja, so sind wir eben an dem Punkt hier gelandet. Das Teilchen habe ich zuletzt hier zusammengesteckt und das kommt jetzt einmal hier drauf. Und wenn ich hier die Beine mal nebeneinander stelle, seht ihr, ja, wir haben eine einheitliche Höhe erreicht. Das heißt, im nächsten Abschnitt werden die Beine hier verbunden und dann haben wir schon mal das untere Fundament geschafft. Das ist dann Bauabschnitt Nummer 18, wo das geschieht, auf Seite Nummer 8. Und ja, den gebe ich mir noch und danach streiche ich für heute die Segelfreunde. Das hier ist echt schwieriges und anstrengendes Bauen, aber mit einer besseren Anleitung wäre das wesentlich, wesentlich, wesentlich einfacher zu bauen, also auch weniger anstrengend. Also ganz viel liegt hier wirklich an der, meiner Meinung nach, nicht besonders gut gemachten Anleitung. Die haben immer hier so Punkte, hier oder hier, da ist das gar kein Problem. Aber wenn man dann wieder hier diese, entschuldigt bitte die Ausdrucksweise, diese Schichtscheiße hier baut, wo man irgendwo anfangen muss, man weiß gar nicht genau wo, immer ist irgendwas freischwebend, irgendein Teil, der muss immer erst noch überbaut werden und unten die sind noch nicht fest und da ist was nicht fest und dann muss das nächste, das ist grauenhaft, grauenhaft. Aber naja, vielleicht wird es ja jetzt hier ein bisschen besser, wenn es an den Oberkörper geht, dass wir hier nicht mehr so viel in der Luft rumbauen müssen. Naja, also ich mache jetzt hier nochmal die Bein-Connection und dann schauen wir nochmal ein letztes Mal drauf und dann streiche ich, glaube ich, für heute die Segel, Leute. So, nach etwa 10 Minuten Fummelei allein für diesen kleinen Bauabschnitt hier, was wirklich nicht viele Teile sind, das sind jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teile, mit denen man hier das obere, also den das linke mit dem rechten Bein dann verbunden hat, aber das mal wieder so hinzubekommen, wie es hier drauf ist, ist mal wieder, ich wiederhole mich, tut mir leid, aber ist echt eine verdammte Puzzlearbeit und Fummelei. Da kriegt man echt ja, Augenkrebs, wenn man da drauf kommt, aber ich glaube, es könnte sein, dass es jetzt hier so passt. Sieht auf jeden Fall nicht verkehrt aus. So sehen jetzt die beiden Füße aus. Von unten, ja, auch der hier, der von euch aus gesehen rechte, der ist unten drunter ein bisschen anders geraten wie in der Anleitung, aber ist mir jetzt gerade Wuppe. Hauptsache, das Ding steht irgendwie und hält irgendwie schon mal, denn das hier ist nervenaufreibend. Also, dann kommt er hier noch auf sein kleines Podest drauf und ich erkläre für heute den Super Mario Skelett-Kumpel für beendet und mache dann irgendwann ein anderes Mal weiter, wenn ich wieder Nerven habe. Heieiei, was habe ich mir da nur eingebrockt? Und noch so viele Teile übrig.